Oh, das ist doch schön. Ich bin gerade aus einer Jobbörse. Bei DBDL. Oberstes Dingen. Setrunner und ZRL-Assistent. Produktion Scripted Entertainment. Die Trovatos. Nothing is so terrible as a pretentious movie. And action! I think people are perverts. Diesmal schlag ich in die Fasslauf, hast du dich verlassen, du! You don't learn anything in film school that can teach you how to do that. Also so kann ich nicht arbeiten! And basically my message is, fuck yourself. Hier ist Einmal mit Profis, der Podcast, der sich fragt, wie entsteht eigentlich so ein richtig schöner Kurzfilm aus dem studentischen Umfeld. Ich bin nicht alleine hier und rede darüber. Nein, der Merlin ist auch da. Hallo Merlin. Guten Tag. Sind wir bei den Höhnern oder habe ich was verpasst? Ah, sind wir bei den Höhnern, mein Lieber. Nee, es sind wieder 2 Wochen rum tatsächlich. Aufzeichnungsdatum ist der 27. April 2017. Ich habe heute mein Abitur geschrieben. Viel zu schnell. Ich habe mein Abitur geschrieben, gerade in Pädagogik, und bin sehr froh, jetzt einfach mal ein bisschen freischnauzen mit dir über Film labern zu können und mich nicht um irgendwelche Pädagogen kümmern zu müssen. Du machst schon eher das Hausfrauen-Abi so mit deutschen Pädagogik, ne? Ja, ja, ja. Warum soll ich mir jetzt dann schwer machen, wenn ich das doch leicht haben kann? Ne? Geht's dann auch nach dem Abi an den Herd oder wie ist das? Genau, ja, so war das der Plan. Okay, schön. Ja, hast du wenigstens dein Leben eigentlich schon verplant, ne? Ja, ist ganz cool. Ich meine, ich kann ja dann auch für das Essen sorgen, ne? Ich kann ja angeln, habe ich ja gelernt. Ja, stimmt. Wunderschön. So, gibt es schon einen Sketch, wo ein Boom-Operator am Fluss steht? Nee, ich habe letztens nur ein Foto gesehen, da hat einer seine Tonangel in so ein Gefrierfach mit Tiefkühlfisch gehalten. Oh, schön. Jo. Eisangeln, ne? Bevor wir jetzt weiter mit schlechten Wortwitzen machen, du, lieber Merlin, hast vor circa einer Woche ein Tagebuch für uns aufgenommen. Und ich wollte es nicht ganz an den Anfang der Folge stellen, weil ich habe gesagt, du klingst so deprimiert und so gelangweilt. Wenn wir das gleich am Anfang spielen, dann schalten die Leute einfach aus. Und darum wollte ich es kurz anmoderieren. Merlin klingt im Laufe der Sendung hoffentlich nicht weiter so, aber jetzt klingt er erstmal so. Hier ist Merlin mit seinem Tagebuch aus der letzten Woche. Liebes Tagebuch. Ich habe mich irgendwie lange nicht gemeldet und ich wusste auch ehrlicherweise gar nicht so richtig, was ich jetzt eigentlich erzählen sollte. Irgendwelche zermürbenden Vorproduktionsgeschichten, wie ich versuche, Excel zu beherrschen, Kalkulationen zu schreiben oder mich mit irgendwelchen Location-Gebern rumplage. Was auch immer. Jetzt sind es noch knapp 5 Wochen bis zum Dreh. Und ich merke langsam, dass ich vergessen hatte, wie eine, so eine Vorproduktion ist. Gerade bei so einem großen Dreh, denn eigentlich bin ich langsam an dem Punkt, dass ich es eigentlich nur noch will, dass irgendwie Juni ist und die ganze Chose vorbei ist. Nicht, weil ich irgendwie meinen Glauben ins Projekt verloren hätte, das kommt so alle paar Tage auch mal durch, aber irgendwie bin ich einfach froh, wenn der ganze Stress dann irgendwie von mir abfällt und die letzte Klappe geschlagen wird. Ich hatte in den letzten Wochen auch noch mal so ein Tief, dass ich dachte, wieso habe ich nicht was Einfaches geschrieben, irgendwas, was man als Kammerspiel inszenieren kann oder so. Nein, ich muss natürlich wieder was komplett überdimensioniertes, verrücktes machen und kann nicht einfach was Simples machen. Irgendwie dachte ich mir auch, wenn ich einfach ein Kammerspiel machen würde, was dahingerotztes Hauptsache Abschlussfilm, wäre es auch, glaube ich, nicht richtig mein Film. Von daher bin ich jetzt doch irgendwie ganz zufrieden, dass ich 32 mache, glaube ich. Es ist so tagesformabhängig irgendwie, also ich stehe morgens auf und denke mir, scheiße, habe ich heute viel zu tun. Morgen treffe ich mich zum Beispiel mit jemandem für Kostüme. Dann muss ich zwischendurch noch ein paar Sachen klären. Und es ist einfach gerade sehr viel. Ich bin immer noch etwas unschlüssig, was die Darstellerin der Jolene angeht. Das ist irgendwie echt keine einfache Rolle, die ich da geschrieben habe. Aber es sind ja noch 5 Wochen Zeit, da kann ja noch so viel passieren, wenn dann der ganz andere Stress im Leben nicht auch noch dazu kommen würde. Denn man ist ja nicht nur irgendwie Filmproduzent, sondern auch noch Mensch nebenbei. Vergisst man doch irgendwie ganz gerne mal. Ja, das ist so der aktuelle Stand. 5 Wochen haben wir noch.
Dann geht's endlich los mit vieler geiler Making-of-Scheiße, die ihr euch da bei Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat haben wir nicht, die euch da um die Ohren fliegen wird, hoffentlich. Wenn bis dahin alles klappt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Ding in 9 Tagen runterrocken und mehr demnächst. Ich fühle mich quasi, als hättest du mir eine Sprachnachricht geschickt, wo du mir einfach alle Themen sagst, die wir heute behandeln müssen. Ist das so? Ja, irgendwie, ich habe gerade so ein bisschen, als ich mir angehört habe, ich habe es jetzt tatsächlich auch das erste Mal gehört, tatsächlich. Habe mir aufgeschrieben, worüber wir so ein bisschen quatschen müssen. Wollen wir einfach... Bitte? Ich habe tatsächlich meinen Antibiotika-Konsum noch vergessen, der war da aber noch nicht so aktuell, weil ich... heute ist ja Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag, in der Tat, Donnerstag, ja. Tatsächlich. Und ich bin Montag erstmal, ich bin Montag aufgewacht und dachte mir so, irgendwas fühlt sich komisch an. War dann Dienstag auch beim Arzt und der sagte, ja, Sie haben eine Mandelentzündung, nehmen Sie mal eine Woche Antibiotika. Deswegen, falls ihr die ganze Zeit so Wasserflaschengeräusche hört, ich muss mich ein bisschen benetzen. Ich wollte auch gerade kurz was trinken, sonst hast du was mit dem Benetzen gesagt. Fangen wir mal vorne an. Letztes Mal hast du gesagt, du hast das Geld jetzt knapp bekommen, was du brauchst für die Produktion über das Crowdfunding und bist aber noch nicht so weit, dass du jetzt wirklich in die Cent-Kalkulation gehst. Jetzt hast du gerade in der Sprachnotiz, nenne ich es jetzt mal, oder Tagebucheintrag erzählt, dass du an Excel sitzt und Kalkulationen schreibst. Wie sieht's aus? Reicht das Geld? Musst du knapp haushalten? Also ich sag mal, man muss ja, auch wenn man mehr Geld hat, muss man ja trotzdem jeden Cent öfter umdrehen. Weil wir trotzdem relativ knapp kalkulieren. Weil, ich sag mal, wenn man den Film wirklich richtig machen würde, wird der auch, ja, also man kann für Film eigentlich so viel Geld ausgeben, wie man will. Und wir haben jetzt knapp 4.000 Euro, man nennt das, sagt dazu Produktionsvolumen, also wie viel Geld man zur Verfügung hat. Das sind ja so knapp 4.000 jetzt, oder sehr irgendwie ein bisschen irgendwo zwischen 3, 5 und 4. Und das ist trotzdem schon wenig. Also klar, das scheint für so einen normalen Menschen immer viel, das ist irgendwie ein oder zwei Monatsgehälter, wahrscheinlich eher zwei. Aber wenn man überlegt, dass so ein Blockbuster inzwischen 300 Millionen kostet, sind so 300.000 immer noch wenig. Es wird trotzdem bei uns noch keiner bezahlt. Schade, Jan, tut mir leid. Letztes Mal hast du mir schon das Hotelzimmer weggenommen und jetzt kriege ich nicht mal mehr Gage. Ich könnte dir immer noch einen Rückschlungsvertrag anbieten. Oh, danke. Für die Leute, die nicht wissen, was ist, ist eigentlich ein Vertrag, der in dem drin steht, dass wenn dieser Film irgendwann mal Geld einspielen sollte und dann seine Ausgaben gedeckt hat, dass dann anteilig Gehalt bezahlt wird. Auf Deutsch ist es, wir machen mit dem Film kein Geld, hier ist ein Zettel. Danke. Klar, man muss eben knapp kalkulieren, man hat jetzt natürlich, ich sag mal, ein paar mehr Möglichkeiten, einfach durch Geld, was Locations angeht, weil nicht alle Locations sagen, klar, könnt ihr bei uns umsonst drehen. Ein paar wollen da auch Geld für haben. Das Equipment, was wir haben, wird natürlich jetzt ein bisschen besser. Gerade was die Kamera angeht. Wir können auf dem Nachfolgemodell der Kamera drehen, mit der wir den Teaser gedreht haben. Ja, das Tonzeug schnorst du dir auch alles von mir. Ja, aber guck mal, dein Tonzeug wird zum Beispiel extra noch versichert. Und das ist dann so der Vorteil, wenn man ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Jo, also du planst gerade und meinst auch, dass du aktuell ganz gut mit dem Geld auskommst? Klar, man muss trotzdem noch an Ecken irgendwie einsparen, aber man kommt damit zurecht, glaube ich. Wie gut werden deine Darsteller untergebracht? Jeder hat ein eigenes Bett mit einer sich davor befindenden abschließbaren Tür. Tür ist doch nicht schlecht. Nee, und Catering ist ja sowieso bei uns mit inbegriffen. Von daher muss man bei Hotels schon nicht mit Frühstück planen, weil Hotelfrühstück ja auch meistens nicht so geil ist. Mhm. Und dann wollen die meistens noch einen Zehner mehr dafür haben und das kann man dann wieder einsparen. Ja. Vorproduktion hast du auch genannt, dass du ein bisschen müde der Vorproduktion bist. Was ist denn neben jeden Cent doppelt umdrehen auch noch Vorproduktion, die du in den letzten Wochen geleistet hast? Ja, es ist ja so ganz viel Scheiß. Man denkt ja so, irgendwie man schreibt da ein Drehbuch, ne, und dann sucht man sich Darsteller und eine Crew und dann macht man das irgendwie. Und hängt da einfach so ein Rattenschwanz von anderen Dingen dran. Das fängt an bei Verträgen, die man halt für jede Person individuell schreiben muss und dann mit zwei Exemplaren verschicken muss, damit jeder ein Original davon hat. Dann muss man mit Sponsoren reden, sich um Kostüme kümmern, um
dann wird man, muss man halt irgendwie entscheiden, was für Frisuren die Leute im Film haben, ob sich die verändert und wie die gemacht wird. Da muss man gucken, dass irgendwie jeder weiß, wann und wo er sein muss, dass man irgendwie noch Probentage einbaut, dass Kampfchoreos entworfen werden und also Gedöns. Und wenn man jetzt, sag ich mal, beim Tatort Regisseur ist, dann macht man auch wirklich nur Regie, bereitet sich halt nur auf die Schauspielinszenierung vor, aber beim Studentenfilm macht man ja doch irgendwie alles. Und das sind halt so ganz viele Kleinigkeiten, die mich immer davon abhalten, Regie zu führen, so ein bisschen, weißt du? Du hast ja gerade gesagt, dass du mit den Choreografien noch ein bisschen weiter geguckt hast bei den Kampfszenen. Da haben wir lange nicht mehr drüber geredet. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass wir, ich sag mal, die Vorchoreografien, also wie es ungefähr aussehen soll, ist so zu 90% fertig. Also die eine Choreo steht schon, die andere, da fehlt noch ein schönes Ende. Die muss jetzt nur noch quasi auf die Schauspieler übertragen werden. Das sagt sich jetzt leicht, das wird aber wahrscheinlich aufgrund der vorangeschrittenen Zeit relativ kurz vor knapp passieren. Also wahrscheinlich an dem Wochenende vorm Dreh. Einfach weil Schauspieler kommen aus Köln und Düsseldorf und so, und da muss man, kann man sich, wenn die eh schon anreisen, nochmal in Ruhe Zeit nehmen, um das zu proben irgendwie. Aber ich glaube, ich bin ganz zuversichtlich. Also dafür, man muss halt sagen, dafür, dass ich mir vor einem Jahr gesagt habe, ich mach das jetzt und hab da keine Ahnung von, glaube ich, gehen wir da gerade einen ganz guten Weg. Wir haben ja dich dabei begleitet und du schreibst doch immer mal wieder so in unseren privaten Gruppen, wo so du und dein innerer Kreis drin ist. Kann man das so machen? Ist das gut? Was sind Probleme bei der Kampfkunstchoreografie, an die du vorher nicht gedacht hast? Tatsächlich sind es zwei Sachen, glaube ich. Vielleicht werden es auch noch drei, mal gucken. Was wenn für dich so, was würdest du sagen, was unterscheidet, ich sag mal jetzt eine Kneipenschlägerei, wie sie im echten Leben passiert, von einer filmischen Kampfszene? Es soll halt schon irgendwie viel Bewegung drin sein, viel Action, und Kneipenschlägerei ist ja hier, ich nehme einen Barhocker und knall dir über den Kopf, mehr ist ja da nicht. Ne? Also soll er ja irgendwie ansprechend auch wirken und so eine Art Ästhetik haben. Die Probleme, die ich da sehe, ist halt immer, dass es auswendig gelernt aussieht und nicht halt intuitiv kommt. Genau, das ist eine Geschichte, also es muss halt wirklich, man muss es halt so lange proben, dass es die Choreografie so drin ist, dass man nicht mehr den Leuten ansieht, dass sie darüber nachdenken. Und man muss es halt natürlich irgendwie ästhetisieren, also für die Kamera wirklich choreografieren, weil ganz oft haben wir jetzt gemerkt, wir machen irgendwas, einen Tritt oder einen Schlag, wo dann aber halt für einen kurzen Moment die beiden Leute gar nicht zu sehen sind, und dann überlegt man halt, okay, die Kamera ist jetzt auf der linken Seite, also schlage ich lieber mit rechts, damit man quasi offen zur Kamera steht, weil das schöner aussieht, als mit links zu schlagen, weil man dann der Kamera halt den Rücken zeigt. Und dieses für die Kamera zu choreografieren ist eine sehr spannende Sache irgendwie, weil es halt eben mit einer normalen Schlägerei nicht wirklich was zu tun hat. Und diese Geschichte, dass halt eine Kampfszene auch eine Dramaturgie braucht. Und das sind halt so Sachen, da muss halt irgendwie ja die Natürlichkeit, die so ein Kampf hat, und die Aggressivität beibehalten, aber muss es trotzdem irgendwie für einen Film ja inszenierbar machen, dass es irgendwie cool aussieht, dass die Kamera auch genug Platz hat, dass da gewisse Pausen drin sind, und dann müssen alle Leute noch können irgendwie. Und ich habe da jetzt unfassbar viel bei gelernt auch, und das wird auf jeden Fall nicht meine letzte Inszenierung der Art sein. Das wäre eben mal meine Frage gewesen, ob du das mit der Erfahrung, die du jetzt hast, nochmal machen würdest. Aber du sagst ja. Auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht jetzt nicht nochmal in so einem großen Rahmen machen. Also wenn ich das nächste Mal eine Kampfszene mache, wird die ein bisschen kleiner. Und vielleicht ich habe eben jetzt mehr Bock, wenn 32 durch ist, nur so klein, so ein paar kleine, ganz mini Kurzfilme zu machen. Und da werde ich vielleicht nochmal irgendwie drauf zurückkommen. Was sind Sachen, die besonders schwer sind an der ganzen Kampfkunstgeschichte, an die du vorher überhaupt nicht gedacht hast? Da fragst du mich jetzt was. Ja, danke, ich weiß, das ist eine schöne Frage. An sich ist es halt so eine Sache, ja, wie man die, ich sag mal, die Treffer inszeniert. Ob da jetzt wirklich jemand
quasi, ob man sehen muss, dass der Fuß oder die Faust Kontakt zur anderen Person hat. Oder ob man quasi das mit so Schwingern macht, dass sich die andere Person nur im richtigen Moment irgendwie wegdrehen muss. Und was ich tatsächlich krass kompliziert fand, war, sich zu überlegen, wie viel welcher Charakter aushält. Also nach wie vielen Schlägen der zu Boden geht, wie er auf gewisse Tritte und Treffer reagiert. Weil ich jetzt auch nicht so die Prügelei-Erfahrung in meinem Leben gemacht habe. Es ist einfach schwierig, sich da reinzuversetzen und da trotzdem irgendwie noch so einen Überblick zu behalten, wenn man ganz viele Ideen hat und irgendwie da eine Struktur reinbringen muss. Und das ist halt was völlig anderes als ja eine normale Szene zu planen oder so. Denkst du denn, dass die Szenen jetzt ausgereifter sind als die im Teaser? Und wie findest du die Szene, die du jetzt im Teaser hast? Bist du immer noch zufrieden mit der? Oder findest du, das hat sich schon wieder weiterentwickelt? Ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich stilistisch ein bisschen verändert hat. Also die Szene im Teaser ist sehr, ja, elegant, sehr akrobatisch. Was ich total mag, weil ich komme aus einem Capoeira-Hintergrund, wo alles irgendwie mit fliegenden Beinen und Rädern und Saltos zu tun hat. Und das irgendwie für mich ästhetisch sehr ansprechend war. Ich weiß nicht, wie es dir beim Teaser ging. Ja, ich finde, man merkt halt schon so ein bisschen, also es sieht schon recht geplant aus, eben wegen der akrobatischen Effekte, genau, die da drin sind. Das ist also ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, was ich damals, von einem halben Jahr noch nicht so bedacht hatte. Das ist halt klar, die Akrobatik ist cool, aber im echten Kampf machst du einen Salto und wirst ja trotzdem niedergetreten, so. Und ich glaube, dass es jetzt wesentlich direkter ist, so von den Choreografien, und dadurch auch eine gewisse Härte bekommt. Es hat immer noch so ein paar akrobatische Elemente, die ich auch immer noch sehr cool finde. Und ja, das ist, glaube ich, so die Entwicklung, dass es einfach ein bisschen bodenständiger geworden ist. Kommen wir zu Jolene. Ja. Also, wo fange ich an? Was war dein letzter Stand eigentlich? Mein letzter Stand zu oder der Stand der Zuhörer. Der letzte, ich glaube, die haben wissen, dass da noch eine Rolle zu vergeben ist. Ja, man muss dazu sagen, ich habe nicht immer alles erzählt in den letzten Folgen, weil ich einfach nicht irgendwie durch vorzeitiges Herausplappern im Podcast irgendwelche Türen zumachen wollte und so weiter. Ich hatte zeitgleich mit meinem Hauptdarsteller, ein bisschen später sogar, man muss dazu sagen, das mit Jolene war eine unfassbare Odyssee, weil ich hatte im August, jetzt ist April, ich hatte im August eine Darstellerin angefragt, die, mit der ich sehr lange sehr nett geschrieben habe und die sich das Drehbuch durchgelesen hat, das alles ganz cool fand, wir haben nett telefoniert und so weiter und irgendwann Anfang des Jahres sagte sie dann, nö. So. Und ich hatte das Problem, dass ich mich sehr auf die verlassen hatte und dachte, Mensch, es ist auch mal ein bisschen komisch, wenn man mit einer Darstellerin gut klarkommt. Ganz kurz, hat ihr das dann begründet? Die ist so Jet-Set-mäßig zwischen Berlin und L.A. unterwegs und meinte halt, das wäre jetzt nichts, was sie noch nicht gemacht hätte und für sie hätte es halt keinen Mehrwert. Bla. Ich kann es nicht mehr genau aber es ist halt so, ne? Machst du nix. Aber für mich war es irgendwie anders kommuniziert, dass ich dachte, Mensch, die hat da Bock drauf. Und man neigt ja ein bisschen dazu, Schauspieler wie Ware zu behandeln, so im Casting. Und ich weiß genau, was du meinst, weil immer, wenn du mir Bilder von Schauspielern schickst, sage ich, hier, aber das Lächeln passt nicht auf die Figur und hier, guck doch mal und der ist doch gar nicht so und der müsste doch vielmehr so sein und was ist denn das hier für eine Scheiße und ja, also man behandelt Schauspieler im Casting, finde ich jetzt halt, wie ausgedachte Charaktere und guckt halt, wie sehr passt der Darsteller auf die Figur, die man sich überlegt hat und daher werden Schauspieler halt nicht persönlich behandelt, sondern halt wirklich halt wie ein Bild. Genau, also man kriegt halt ein, zwei Fotos und ein paar Infos über den Darsteller, also einen Steckbrief, und guckt dann, passt oder passt nicht. Und ich finde es immer komisch, wenn ich einen Schauspieler anfrage und mit dem gut klarkomme, dann parallel andere anzufragen. Bisschen wie fremdgehen, meinst du? Ja, also so ein bisschen. Also ich weiß immer nicht, wie man das kommunizieren soll. Ob andere Schauspieler davon ausgehen, dass man noch andere anfragt oder wie das ist, ich weiß es nicht genau. Dafür bin ich auch noch nicht so lange in der Industrie irgendwie drin, um das zu wissen. Naja, auf jeden Fall hatte ich halt nur die eine angefragt und war dann so ein bisschen verzweifelt, niedergeschlagen, was auch immer.
Hab dann sehr viele, ich glaube so 15, 20 verschiedene Darstellerinnen noch rausgesucht, alle angeschrieben, angefragt. Das meiste geht ja nur über Agenturen. Viele Agenturen, habe ich ja schon mal gesagt, wenn die Studentenfilm lesen, antworten die einem erst gar nicht, weil die Agenturen das dann nicht für nötig empfinden oder was auch immer oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich von ganz, ganz wenigen Agenturen überhaupt eine Rückmeldung gekriegt. Bei vielen war es dann so, ja, finden wir total cool, aber im Mai ist halt schon relativ voll. Und dann hatte ich tatsächlich noch eine Darstellerin gefunden aus Köln, mit der ich mich, als ich das letzte Mal in Köln war, ich weiß gar nicht, wann das Tagebuch draußen war, auch getroffen hatte, als ich mich mit den ganzen anderen Darstellern getroffen hatte. Und die wirkte, also ich hatte direkt das Gefühl, das funktioniert irgendwie, weil die sich bei unserem ersten Treffen schon so auf die Rolle vorbereitet hatte, dass ich, und mir solche, ich sag mal, bissigen Fragen gestellt hat, dass ich dachte, Mensch, die macht sich da richtig Gedanken, obwohl es ein nicht bezahltes Studentenprojekt ist. Und dachte, das wäre ganz cool. Ja, und die hat mich dann letzte Woche angerufen und gesagt, dass sie in einem Seriencasting für eine Hauptrolle irgendwie gecastet wurde und im in meinem Drehzeitraum zwei Tage für den Tatort Frankfurt dreht. Da fällt ja, mir gerade mein Kugelschreiber aus der Hand, ja. Nee, was natürlich schön ist, was man, also es ist immer so das, das ungeschriebene Gesetz bei Studentenfilmen, wenn was Bezahltes kommt, sind wir halt weg. Ich habe was Bezahltes für dich abgesagt. Das ist sehr nett von dir. Gerne. Das, kannst du dir auf deinen Grabstein schreiben, wenn du möchtest. Ja, ich hab, Jan Giesmann, ich hab was Bezahltes für 32 abgesagt. Der Film, mit dem Merlin für immer vor die Hunde ging. Nein, das war der davor. Nein. Nee, deswegen war ich halt so ein bisschen niedergeschlagen in den letzten Wochen, weil ich mich da jetzt schon drauf verlassen hatte und man natürlich mit sowas plant. Und wenn man dann wenn man eine Schauspielerabsage kriegt, ist es erstmal die große Panik. Vor allem, weil die Jolene-Rolle, glaube ich, die aufwendigste im Produktionsablauf ist. So, weil die hat relativ viele Drehtage und muss trotzdem diese Choreos können und so. Und ja, jetzt lustigerweise habe ich seit gestern eine neue Darstellerin. Wie so ein Pascha, ne? Von einer zur anderen. Ne, es ist ganz furchtbar. Ne, es ist eine Bekannte von mir, die ich schon mal ganz, ganz früh angefragt hatte. Aber jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt wieder mein Ego so ein bisschen ins Spiel. Die hat schon mal in einem Ruhr-Akademie-Film mitgespielt. Und ich persönlich als Regisseur finde es immer komisch, Leute, die man schon in so einem, ja, in so einem kleinen Ruhr-Akademie-Kosmos in dem Film gesehen hat, nochmal zu casten. Hm. Ja, es ist so ein bisschen unbedarft, ne? Weil man so nach dem Motto, ja, wir haben ja hier so einen Pool und dann muss man da nicht nochmal suchen. Hm? Magst du uns dann auch mal ihren ehrenwerten Namen verraten? Na gut, kann ich tun. Die Rolle der Jolene wird jetzt hoffentlich final gespielt von Jasmine Baker. Kennt, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Kommt aus Köln, ist eine, ja, habe ich letztes Jahr, habe ich eigentlich bei meinem Vordiplom kennengelernt, da hat sie aber nicht mitgespielt. Dann habe ich sie letztes Jahr im Juni bei besagtem anderen Projekt kennengelernt, wo ich Kamera gemacht habe und hatte da schon mal so grob angefragt. Ja, und jetzt ist es irgendwie, also es ist the long way around. Also man hat irgendwie vor einem Jahr schon mal drüber gequatscht und jetzt ist man wieder an dem Punkt, wo ich dachte, ich hätte mir so viel Arbeit ersparen können, wenn ich sie von Anfang an einfach gecastet hätte. Ja gut, aber ich meine, das Argument, dass sie halt schon mal in einem Film von der Ruhr-Akademie zu sehen war, ist halt ein Argument, weil das wird ja auch bewertet. Und ich denke, dass es schon so gesehen wird, dass du da halt jemanden hast, der relativ, ohne sie jetzt damit persönlich oder ihre Leistung schmälern zu möchten, leichter zu besorgen war, ne? Klar. Also, dass ich auf diesen Pool zurückgreife, ist mir bewusst, aber ich versuche dann immer, wenn ich schon wen anders cast, also ich kann ja sagen, mein Hauptdarsteller, der Arne, der hat auch schon mal in einem Ruhr-Akademie-Film mitgespielt, aber ich weiß, ich werde die anders inszenieren. Ja. Und jetzt ist wieder der Punkt, ich habe mich das letztens gefragt, wenn Bekannte von mir, die etwas älter sind, so ich sag mal die Generation meiner Mutter oder deiner Eltern, wenn die Tatort gucken, sehen die dann den Darsteller, also die Person, weiß nicht, ach, der Jan-Josef Liefers,
oder sehen die die Rolle, die er spielt? Ich glaube, das kommt ganz drauf an, welcher Schauspieler das ist. Also gerade so bei Jan-Josef Liefers würde ich schon sagen, die sehen Jan-Josef Liefers, genau wie bei so Leuten wie Till Schweiger. Ne? Ja. Weil die spielen halt immer dasselbe. Aber jetzt bei, ich sag mal, normalen Schauspielern, die jetzt halt auch auf ein bisschen größeres Repertoire zurückgreifen können. Also Jan-Josef Liefers möchte ich mit dem größeren Repertoire nicht beleidigen, Till Schweiger schon. und die ein bisschen auf ein größeres Repertoire an Gesichtsausdrücken zurückgreifen können, fällt das, glaube ich, nicht so auf. Ja, aber das ist halt dann mein Gedanke, dass ich denke, wenn ich es hinkriege, die Darsteller komplett anders zu inszenieren oder irgendwie auch in den Nuancen irgendwie anders, dass die vom Charakter anders sind, dann ist es ja trotzdem bewertbar. Mhm. So, dann sieht der Dozent beim Bewerten vielleicht, ach, das ist der und der Schauspieler, aber denkt sich, Mensch, der spielt aber gut oder anders. Anders reicht ja meistens schon. So, 9 Drehtage hast du angesetzt für den Dreh. Was ist noch vorzubereiten? Eine Menge. Also ich habe gestern mit einem Versicherungstypen telefoniert, weil so ein Film will ja auch versichert werden. Wenn mal wieder irgendein Lichtmann eine 2kW im Regen stehen lässt, meinst du? Ja, so, also es ist tatsächlich umfangreich. Also man kann beim Film eigentlich alles versichern lassen. Was wir jetzt machen, ist eine ganz normale Unfallversicherung halt. Ich möchte, dass du meine Arme versichern lässt, wenn ich nicht mehr angeln kann. Nein, also eine Unfallversicherung sowohl fürs Team intern als auch für Schäden an Dritten durch uns. Also wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Location abfackeln, ist das gedeckelt. Hoffentlich. Und dann ist es so, alle, ich sag mal, Komparsen und Statisten und jeder, der das Set betritt, ist auch versichert. Und das Tonzeug zum Beispiel kommt ja von dir. Und das Kamera-Equipment kommt von einem Kollegen von mir und das, ihr seid ja keine Verleiher, die extra Versicherungspakete abschließen. Also wenn ich jetzt, weiß ich, zu einem Verleiher nach Dortmund gehe, die haben extra ihr ganzes Zeug versichert, da muss ich nichts mehr extra versichern. Euer Zeug ist dann schon jetzt extra versichert, das ist auch nochmal so eine extra Versicherungspauschale. Und das sind so Sachen, die man halt irgendwie versichern muss. Dann stehen jetzt... Was kostet sowas, wenn du das sagen kannst? Das Equipment kann ich noch nicht sagen, da habe ich noch keine KVA gekriegt. Das richtet sich ein bisschen nach dem Neuwert der Sachen halt, was du mir noch schicken musst. Ja, mache ich direkt nach dem Podcast. Diese Personenunfallversicherung kostet pro Person pro Tag 2 €. Mhm. Aber mindestens 100. Aber wenn man überlegt, wie viele Personen wir sind, wie sich das hochrechnet, ne? Ja, ja. Und ich glaube, diese Haftpflichtversicherung kostet 250, 300 oder so. Mhm. Genau, und da kommt dann halt noch 19% Steuer drauf, die man auch leider nicht wiederkriegt. Und das ist halt auch so ein Punkt, da muss man halt vorher, wenn man diese Kalkulation schreibt, schon ungefähr wissen, aha, ich lasse da mal 500 € Puffer für Versicherungen. Es kommen Kostüme noch dazu, die jetzt... Da ich alle Darsteller habe, habe ich jetzt auch endlich Kleidergrößen, mit denen man arbeiten kann. Eine Maske wird noch so ein bisschen geplant, weil wir natürlich auch ein bisschen durch die Kämpfe Verschleiß an den Darstellern zeigen wollen. Da müssen die restlichen Locations noch geklärt werden. Wir drehen am Sonntag, wie viel ist das denn? Der 21. glaube ich. Ist es der 21.? Lass mich das neu gucken. Genau, Sonntag der 21. Drehen wir ja im Hülsmann mit vielen Statisten. Und das will natürlich noch organisiert werden. Das sind so, glaube ich, die Sachen. Dann, dann bin ich gerade noch mit einer Firma aus Düsseldorf oder Köln, ich weiß es gerade gar nicht, mit einer Cosplay-Firma dabei, Gang-Outfits zu entwerfen, die dann auch die Gang tragen wird. Die Gang ist auch noch nicht ganz gecastet, da fehlen auch noch so 1-2 Nebendarsteller. Aber sonst, so langsam nähern wir uns der Zielgerade. Das klingt gut. Und wir nähern uns auch der Zielgerade dieser Sendung, denn das war die 13. Ausgabe, die böse 13 von Einmal mit Profis. Schön. Die wilde 13. Die wilde 13, genau. Wir wünschen euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und wenn ihr noch irgendwas zu Einmal mit Profis wissen wollt, dann guckt doch mal auf unserer Facebook-Seite oder auf Twitter oder schreibt uns eine Nachricht per E-Mail oder geht oder macht das und das oder... Tschüss! Tschüss.
Ah, jetzt kann ich wieder zum Mikrofon ranrollen. Ja, dann drücke ich hier mal auf Pause oder auf Stopp.